Hallo Gamer, heute machen wir etwas für unsere Allgemeinbildung. Und zwar werden wir ein paar Dinge lernen, die für das Gamer-Dasein essentiell wichtig sind. Gamer Life Hacks. Erinnert euch an Life Hacks? Das ist eine Sache, die irgendwie 2014 populär war. Also werfen wir einen Blick auf die besten Gamer Life Hacks, um unser Gamerleben zu optimieren und zu verbessern. Ich hoffe, ihr seid bereit, Gamer. Die erste Liste ist von GamesRadar und das sind die 16 Lifehacks für Gamer. Fangen wir an mit, oh hey, vielleicht sollst du dir einen vernünftigen Stuhl holen und die grundsätzlichen Grundlagen von ergonomischen Dingen lernen. Ein guter Stuhl ist wahrscheinlich besser als einer für 20 Euro, wenn man für lange Zeit drauf sitzt, denn glaubt mir, ich habe viel Zeit auf dem Poco-Stuhl verbracht und das war die Zeit, in der ich große Rückenschmerzen entwickelt habe. Ich bin bis heute nicht sicher, ob es damit zusammenhängt. Ich würde einfach mal behaupten, die Antwort ist ja. What actually makes for a good computer chair? Lumbar Support, yo. Ich weiß nicht, was das Wort ist, aber yeah, yo. Nummer 2. Optimize your TV for gaming. Oh oh, wusste ihr, dass man... Haben Fernseher das noch? Ist das noch eine Sache? Der Gamer-Mode, den man aktivieren kann an seinem Fernseher, um den Delay zu verringern. Und dann geht die Option und denkt euch, wow. Es ist so, als würde ich das Spiel tatsächlich spielen. Was sind das für Basics? Komm schon. Komm schon. Pick-upper Multi-Use-USB-Cable. Das ist tatsächlich ein guter Tipp. Denn bei meinen Konsolen drüben, ich habe bei jeder Konsole das passende. Ich meine, ich habe ein Kabel zusammengebunden und ein bisschen zusammengekriegelt, damit es nicht so viel Platz wegnimmt. Und da muss ich verschiedene haben. Zum Beispiel neue Konsolen, wie zum Beispiel die Switch, brauchen natürlich USB-C, was das einzig wahre USB-Format ist. Machen wir uns nichts vor. Dann braucht die PS4 natürlich und nein, nur die PS4 gerade. Habe ich da ein USB-Micro-Kabel und dann bei der Wii U und für die PS3 noch ein USB-Mini-Kabel. Und ich glaube, wenn ich so ein universelles Kabel hätte, wäre das hilfreich. Das Problem ist nur, dass es dann zwischen drei Formate abdecken müsste. Und ich weiß nicht, ob das existiert. Aber ja, das ist ein okay Tipp. Der ist schwer in Ordnung. Der Tipp ist schwer in Ordnung. Okay, cool. Du kannst so ein Rohr kaufen, das man verwendet, um Kabel zu schützen, wenn man sie... Wie wär's, wenn du Tiere hast, die Kabel anknabbern würden, wenn du sie generell so verlegst, dass sie nicht gerade über den Boden laufen? Mach was, es gibt so viele Wege, das zu machen, aber das Kabel extra zu schützen, ich denke, das ist ein sehr dämlicher Weg, ehrlich gesagt. Du musst das Problem an der Wurzel angehen. Ganz kleinen Zaun machen oder die Kabel anders verlegen. Komm schon, du kannst nicht einfach... Das ist doch Schwachsinn! Tut mir leid. Nächster Tipp! Store your cables in toilet paper rolls! Das sah zunächst für mich interessant aus. Pass auf, wir haben hier eine Box und da sind einfach alle Kabel drin. Du kannst einfach sie rausnehmen und sagen, oh, das ist mein Kabel, ohne irgendwelches Kabelgewirr. Doch dann habe ich einen fatalen Fehler in diesem System entdeckt. Kann ihn mir irgendjemand sagen? Du. Du bist der Fehler? Naja, fast. Auf jeden Fall ist der Fehler natürlich der Mangel an Beschriftung. Ich habe einen Mülleimer. Und in diesem Mülleimer sind Frischhaltebeutel drin. Und in diesen Frischhaltebeuteln sind Kabel, die zu einer gewissen Kategorie gehören. Irgendwann habe ich mir mal die Mühe gemacht, das zu beschriften. Inzwischen habe ich damit aufgehört. Hey, seht ihr das? Wenn ich irgendwann das Bedürfnis habe, diesen komischen HDMI-Adapter für PS2 zu verwenden, ist in Reichweite das Allerwichtigste überhaupt mein Ansteckmikrofon und noch ein anderes kleines Mikrofon, das ich habe und die Verlängerung davon. Alles, was ich an Portablen, an Kameran oder Smartphones angesteckten Mikrofon brauche, in dieser Tüte drin. Denn das Ansteckmikrofon, ich würde es jedes Mal verlieren, wenn dem nicht der Fall wäre. Nimm Müllsack mit, wenn du mit Elektronik-Sachen unterwegs bist. Oh, man soll einen Müllsack mitnehmen, um seine Elektronik vor den Elementen zu schützen. In dem Fall wahrscheinlich hauptsächlich Wasser, welches natürlich für euren Gaming-Laptop sehr schlecht ist. Aber verschwenderisch, wenn man das nur ein, zweimal verwenden kann. Ganz zu schweigen davon, dass ihr eure Elektronik dann in dem Müllsack herumschleppt. Need a stand for your headset? Pick up one of those banana holders. Ja, ist wahrscheinlich ganz nett. Ich hätte dafür an sich mein, ups. Tut's ja nicht, wenn's runterklappt ist. Ja, eine Headset-Halterung ist wahrscheinlich ganz nett, aber... Kannst auch einfach über deinen Monitor hängen, theoretisch. Dafür musst du gar nichts kaufen. Simpel.
Los, Wild Wild Gaming! Hey Gamer, wusstet ihr schon, dass ihr mit eurem Handheld mobil sein könnt? Ja, wahrscheinlich ein Weg, aber gleichzeitig würde ich sagen, wisst ihr, was die beste Konsole ist zum Abnehmen? Ihr braucht einen Pokewalker, ganz einfach. Und dann seid ihr unterwegs, ihr lauft ein bisschen und betrügt natürlich nicht, denn es würde niemand tun. Und dafür levelt ihr euer Pokémon hoch, könnt ein bisschen was fangen und dann könnt ihr Heart Gold und Soul Silver spielen. Das ist... Und die Pokémon darüber tauscht. Der Pokewalker, das ist die wahre Lösung. Aber ja, Lose Weight While Gaming, das ist, das ist dämlich. Das ist dämlich. Das ist einfach nur dämlich. Könnt ihr mir sagen, woran man erkennt, dass dieser Artikel aus dem Jahr 2014 stammt? Auf jeden Fall kann man natürlich die Haltung des Wii U Gamepads verwenden, um alles Mögliche daran zu halten. Wie zum Beispiel euer echt japanisches Schwert. Ich habe mir diese Halterung gekauft. Die ist aus Holz. Sie ist so praktisch, um so viele Dinge für Video zu präsentieren. Vor allem Handhelds oder so. Ich wünschte, ich hätte gerade einen Game Advance Griff bereit, aber kann halt auch einfach jeden Handheld einfach darauf präsentieren und für Videos ist das super hilfreich. Ich weiß nicht ganz, wie fern das ein Gaming-Lifehack ist, ehrlich gesagt, aber wird schon seinen Grund haben. Play your Wii U from bed or on a plane. Wirklich? Ist der Tipp, dass man Wii U-Spiele im Handheld-Modus spielen kann? Denn die Reichweite ist wirklich mies. Okay, die Begründung ist, man braucht lediglich eine Steckdose, um Wii U zu spielen im Handheld-Modus. Das ist die Zeit bevor der Switch. Da hieß es dann, oh Mann, stell mal vor, du musst lediglich die Konsole irgendwo in die Steckdose anstecken und dann kannst du dich nicht weiter als 3 Meter von ihr entfernen, aber dann kannst du im Handheld-Modus spielen. Ist das nicht... Wie konnte die Wii U ein Flop werden? Ich kann es mir einfach nicht erklären. Dabei ist das so ein Lifehack, den Nintendo uns da gebracht hat. Meine Wii U hatte immer so miese Reichweite, dass ich konnte nicht mal den Raum jemals verlassen, wo sie drin steht. Wii U im Handheld-Modus, also Sache, die ich nicht oft gemacht habe. Appease your younger sibling by handling them an unplugged controller. Okay, wir geben unseren kleinen Geschwistern einfach einen Controller, der nicht eingesteckt ist. Das ist eine hervorragende Idee. Im Jahr 2014, als alle Controller kabellos waren, zum einen, zum anderen. Für wie verblödet hältst du eigentlich Kinder? Das ist jemand, der keine Geschwister hat, der es geschrieben hat, oder? Das ist entsetzlich. Zum einen, glaube ich, ich habe genug Respekt vor allen kleinen Geschwistern da draußen, um zu wissen oder ihnen zuzutrauen, dass sie nicht so dumm sind, um das zu glauben. Zum einen. Zum anderen, wenn sie es glauben, warum würdest du einem Kind, das so große oder noch so leichtgläubiges, so große Probleme hat, irgendwas zu verstehen, warum würdest du es belügen und ihm so ein Weltbild einreden, das nicht der Wahrheit entspricht? Das ist fürchterlich. Kannst du dich einfach spielen lassen? Oh oh. Wie wär's, wenn du Spiele runterlädst, während du schläfst? Lifehack. Don't buy new games right away. Games werden günstiger, wenn man ein bisschen wartet. Hey, du musst dein Spiel gar nicht für 70 Euro kaufen, denn im halben Jahr gibt's das für 20. Außer es ist ein Switch-Spiel. Das heißt, dieser Punkt ist erst nicht mehr ganz zutreffend, denn ich habe gelernt, dass Switch-Spiele schlicht und ergreifend nicht günstiger werden. Dementsprechend, wenn es um Switch-Spiele geht, kauft sie einfach direkt. Das wird sich sowieso nichts ändern. Zum Beispiel God of War. Das war zum Zeitpunkt 1 Jahr alt. Ich habe es für 20 Euro gesehen und ich dachte mir, yeah, klar kaufe ich das für 20 Euro. Ich habe den ersten Boss noch nicht besiegt. Ich bin bei ihm gestorben. Irgendwann werde ich spielen. Ich habe nur 20 Euro gezahlt. Scout.Thrift Stores und okay. Second-Hand-Deals existieren. Das ist eine Sache, gebrauchte Spiele kaufen, yeah. Buying new gear, try nabbing a display model or open box item. Bekommt man das günstiger? Kommt drauf an, wie groß der Laden ist wahrscheinlich und sowas. Aber ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass sie sagen, ja gut, Freunde und ich haben 2 kleine Heizlüfter gekauft, weil die Heizung in dieser Wohnung ist, sie geht dann an, wenn der Vermieter es für richtig hält. Und er hält es oftmals für richtig, wenn es
ein bisschen spät dafür ist. Auf jeden Fall hatten sie noch zwei Stück da, einer natürlich normal verpackt und anderen Ausstellungsstück. Da hat er gesagt, ja gut, wollt ihr einen zweiten, haben sie ein Ausstellungsstück. Da haben wir gesagt, ja, yeah, ich denke ja. Und kein Cent günstiger. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ist es üblich, dass man das Zeug günstiger bekommt, wenn es ein Ausstellungsstück ist? Der eine Heizlüfter, ein Ausstellungsstück, war es übrigens nach einem Jahr kaputt gegangen. Warte, er ist nicht nach einem Jahr kaputt gegangen, er ist nach einem Monat kaputt gegangen. Der war fürchterlich. Aber ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sache ist, die hinhaut. Die DIY-Reinigungsmasse. Kennst du diesen glibberigen Reinigungsschleim, den es seit einiger Zeit schon zu kaufen gibt? Lass dein Geld ruhig in der Tasche, denn du kannst die klebrige Masse auch ganz leicht selbst machen. Alles, was du brauchst, ist... Was? Alles, was du brauchst, ist eine entsprechende Menge weißen Bastelkleber. Niemand hatte jemals weißen Bastelkleber. Trigger für Smartphone. Oh, das ist tatsächlich clever. Als jahrelanger Konsolenspieler wird es dir vermutlich schwerfallen, auf einmal Spiele wie PUBG oder Fortnite auf dem Smartphone zu spielen. Schließlich fehlen hier die Schultertasten, mit denen du zielst und schießt. Gut, dass es da draußen kreative Spieler gibt, die dir zeigen, wie du dir in Windeseile einen eigenen Trigger... Sag mal, wer hat das geschrieben? Warum sind alle Worte falsch? Für Smartphone-Bastels besonders schnell und leicht klappt das mit zwei Vielzweckklammern und ein paar Tropfen Sekundenkleber. Etwas schwarzes Klebeband und ein bisschen Alufolie. Ich werde es niemals versuchen, denn das einzige Mobile-Spiel, das ich spiele, bei dem reicht ein ganzer Daumen aus, aber ich weiß das zu schätzen. Mauskabel bändigen. Du bist gerade richtig in einem Flow, als dir plötzlich das Kabel deiner Maus in die Quere kommt und dir deinen Killstreak versaut. Oh... Erinnere mich nicht daran. Abhilfe schafft er tatsächlich einfach nur ein dickes Buch oder eine andere Sache, die schwer genug ist, um ein Kabel in Schach zu halten. Scheint wohl ein größeres Problem zu sein, als ich wusste, dass Kabel im Weg sind. Controller mit Powerbank laden. Ich meine, ich weiß nicht, wann das jemals nützlich sein sollte, weil du kannst doch einfach so ein USB-Ladeteil in eine Steckdose packen, aber stimmt hilfreich. Für irgendjemanden. Irgendwann. Micro-USB-Kabel schützen. Das ist ein USB-C-Kabel. Hä? Das ist USB-C! Und damit dein Micro-USB-Kabel nicht gleich nach ein paar Monaten einen Wackelkontakt hat, seid ich übrigens für ein Gerücht. Die Teile fühlen sich immer an, als ob sie gleich rausfallen würden, aber... Mein Micro-USB-Kabel und ich habe für viele, viele Jahre das gleiche verwendet. Es hat immer gehalten. Hier ein kleiner Tipp. Falls du noch einen alten Kugelschreiber zu Hause rumliegen hast, kannst du darin enthaltene Feder entfernen und sie... um das Ende des Kabels binden. Man macht also da die Feder drumherum, damit es nicht so sehr Wackelkontakt bekommt. Ja, pass mal auf, ich gebe euch mal den wahren Lifehack. Wo zieht man das Kabel raus? Wenn ihr einen Wackelkontakt haben wollt, dann zieht ihr es am Kabel raus. Aber wenn ihr wollt, dass euer Kabel überlebt, zieht ihr es da vorne am Stecker raus. Du ziehst nicht am Kabel. Rüttel nicht am Kabel. Es tut weh. Es tut weh, das zu sehen. Dein eigener Controllerhalter. Wow! Aber sowas in der Hand will ich mir tatsächlich auch zulegen, irgendwann mal. Aktuell ist meine Taktik, dass ich die Controller zusammengebunden neben der Konsole liegen habe, aber... Nee. Fühle ich nicht so sehr. Was ich mir zulegen will, sind solche Halterungen, die man den Controller reinlegt. Und dann wird er direkt geladen. Ganz besonders im Multiplayer-Spielen kommt es immer wieder zu Wartezeiten während des Matchmakings oder manchmal auch während des Respawnens. Diese Zeit lässt sich hervorragend nutzen, um einige simple Übungen wie Squats oder Liegestütze durchzuführen. Versuche es doch einfach einmal. Du wirst überrascht sein, wie schnell sich solche kleinen Übungen auf die körperliche Fitness auswirken. Richtig Essen verschmutzen vermeiden. Oh, jetzt haben wir einen echten Gamer-Lifehack. Wie wär's, wenn du einfach, keine Ahnung, irgendwas zu dir nimmst, das dich gerade deine Hände fettig macht? Als Beispiel. Zum anderen, isst er da mit Stäbchen seine Flips? Lifehacks für Gamer. Brillenputztücher zum Putzen verwenden. Ist ja ein echter Lifehack. Der Lego-Kabelhalter. Oh, oh, oh mein Gott. Das ist der Klemmbaustein-Traum.
Wofür ist das gut? Ich meine, es gibt Kabelhalterungen. Die können aber mehr als ein Kabel halten. Die legst du auf den Tisch, dann kannst du dann 5 Kabel ranmachen. Wofür die halt eine richtige Halterung? Oder wofür seine Kabel sonst irgendwie? Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Sonnenschutz für deinen Bildschirm selber bauen. Ich will sehen, dass jemand so einen Karton an seine Switch anbringt und dann im Handheld-Modus da sitzt und versucht, damit zu spielen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich versuche gerade nach einer Situation zu suchen, wo das sinnvoll wäre, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie man ein bisschen Schatten bekommen kann. Oh, und das war's, okay. Warum habe ich das überhaupt angeschaut? Bis nächstes Mal. Tschüss. So, Interbellist, das macht mich jetzt schon wieder wütend.